Als ich dann die Chance bekommen habe, wollte ich sie einfach nutzen. Ich könnte jetzt wieder Thomas Horst zitieren, ne? Von letzter Woche. Also er hat gesagt, das ist alles schon ein bisschen verrückt, ne? Wenn wir gegen Hoffenheim gewinnen, dann sind wir an Hoffenheim vorbei. Und wenn nicht, dann sind wir nicht vorbei. Dafür habe ich Ärger gekriegt im Trainerbüro, dass ich ihn damit reingezogen habe. Nein, auf gar keinen Fall steht und fällt die Hinrunde damit. Das wäre viel zu kurz gegriffen. Aber es geht natürlich schon darum, die Ausgangsposition für die Rückrunde so zu gestalten, dass ob es jetzt, also dass nach wie vor alles möglich ist, glaube ich, ist nach jetzt schon klar. Dauerhaft gut spielen und auch mutig spielen, ja, aber Punkte sind halt auch sehr wichtig in der Fußball-Bundesliga. Ja, ich glaube schon, dass wir auch dafür stehen wollen, mutig und selbstbewusst zu spielen. Und ich glaube, das muss unabhängig vom Gegner passieren, unabhängig vom Ort, wo wir spielen, ob wir zu Hause spielen, ob wir auswärts spielen. Ich glaube, dass wir die Qualität haben, unseren Fußball auch durchzusetzen. Und das müssen wir zeigen. Ich glaube, das ist das letzte Spiel jetzt vor Weihnachten. Danach hat man Ruhe. Das heißt, man kann nochmal 90, 95 Minuten alles raushauen, was drin ist. Und da braucht man jetzt irgendwie nichts zurückzuhalten. Und werden mit dem Plan, den wir dann an die Hand bekommen, mutig und selbstbewusst ins Spiel gehen. Wir müssen sehen, dass wir in Leipzig die Wucht überstehen, die Leipzig entwickelt. Und dann bin ich mir absolut sicher, dass wir auch wieder zu Torchancen, und zwar nicht zu wenigen, sondern auch zu einigen kommen können und wollen. Mal eine neue Situation, spreche ich dir jetzt hier eine Einsatzgarantie aus. Ja, schön. Zu Weihnachten. Nein, Weihnachten hat damit nichts zu tun. Das ist so ein gut. Zwischengeschenk. Ariane wird. Ja, dann doch der Ball zurück zu Kevin Mühlwald. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis von Herrn Baumann. Oh. Ja, Einsatz heißt nicht immer Startelf. Stimmt. Zum Glück gefreut. Ja, wir haben es ja schon angedeutet, dass wir mit einem unserer Scouts, Analysten vor Ort waren, versucht haben, wie das in der Bundesliga üblich ist, einige hilfreiche Informationen zu bekommen. Dort kam auch kurzzeitig eine Drohne zum Einsatz. Falls dort ein ungutes Gefühl bei den Spielern, bei den Offiziellen entstanden ist, dafür möchten wir uns natürlich entschuldigen. Ja, ich glaube, ich wusste von Anfang an, was ich kann und wusste aber auch, was noch fehlt, um eine Option zu sein. Der Trainer hat mir immer wieder Hinweise gegeben, was ich besser machen soll, was ich besser machen muss. Ich bin noch kein kompletter Spieler. Da gibt es noch einige Dinge, die hat der Trainer sicherlich auch schon im Auge, was es da noch zu verbessern gibt. Und ich versuche einfach immer an mir zu arbeiten. Und wie gesagt, das Gefühl, dass da noch ein bisschen Platz ist für weitere Leistungssteigerungen, das ist auf jeden Fall da. Da fragen Sie den Falschen. Ich glaube schon, dass jeder Spieler in der Bundesliga auch zu verteidigen ist. Und wir haben sehr gute Verteidiger. Fakt ist aber auch, dass es auch darauf ankommt, dass wir davor unseren Job verrichten, dementsprechend das gar nicht in 1 gegen 1 Duelle kommen lassen und sonst, wenn das mal der Fall sein sollte, dann haben wir trotzdem großes Vertrauen auch in unsere Verteidiger.